Das Hotel Wien im Herzen Bernburgs, ein Jugend- und Kulturzentrum und ein wichtiger Ort für die Band Sonic Jam. Hier lauschten sie vielen Bands und Musikern, holten sich so immer neue Inspiration. Auch hier wurde aus 5 jungen Sachsen-Anhaltern vor 2 Jahren die Musikgruppe Sonic Jam. Für uns ist eigentlich Sonic Jam so eine Art große Familie. Wir reisen jetzt seit 2 Jahren durch die Lande und haben eine Menge Spaß. Und es ist im Grunde eigentlich ja, so wie so eine Gang. Also wir hängen total viel ab, auch außerhalb der Musik. Und es macht einfach riesig Spaß mit der Truppe. Man merkt natürlich sofort, wenn man irgendwelche Leute trifft, ob das passt oder ob das nicht passt. Wir haben ja alle schon irgendwie vorher in verschiedenen Bands Musik gemacht. Und in dieser Truppe habe ich nach 3 Proben sofort gewusst, das ist die Band, mit der ich jetzt für immer touren will. Das ist so die Kombo, die passt. Oft kommen Frontfrau Vicky und ihre Jungs in die Kita Struwwelpeter in Staßfurt. Sie singen mit den Kindern, üben neue Lieder und Texte. Vor kurzem haben sie gemeinsam mit den Kids ein Theaterstück auf die Bühne gebracht. Ja, das waren wir mit Gastmusikern und Gasttänzern und da haben wir halt die Kids getroffen. Die hatten sofort Lust mitzumachen und dann haben wir gesagt, machen wir. Wir haben halt gemerkt, dass genau das ist, was eigentlich auch unsere Musik widerspiegelt, dieses Unbekümmerte, dieses Unbeschwerte. Und dieses Gefühl ist eigentlich ein ganz tolles. Genau, man denkt auch so an seine eigene Kindergartenzeit zurück und überlegt dann, Mensch, ich war auch hier in dem Kindergarten und das macht unheimlich viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Im Salzlandkreis wie hier in Bernburg sind die Bandmitglieder zu Hause. Von hier aus wollen sie durchstarten. Viel haben sie vor, da kommt der Auftritt bei der MDR-Sommertour gerade recht. Vor so vielen Leuten haben wir noch nie gespielt. Ich glaube, wir haben nicht mal vor 1000 Leuten gespielt bis jetzt. Und es ist einerseits natürlich Respekt davor, aber ich glaube, ansonsten freuen wir uns einfach nur riesig drauf. Als wir vor über 2 Jahren angefangen haben, da mussten wir unsere eigenen Kumpels überreden, doch mal zu unseren Konzerten zu kommen. Dass wir jetzt natürlich in Merseburg zur Sommertour dann auch noch mit Heinz-Rudolf Kunze spielen dürfen, das ist natürlich mega. Das ist mega, ja.